Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von unserem Podcast Freie Wähler für Karlsruhe. Ich grüße euch ganz lieb, so kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Muße reinzuhören. Wir haben heute einen ganz spannenden Gast. Herzlich willkommen, Michael Hoffmann von der FC-Gruppe. Wir können, glaube ich, heute zusammen über ganz viele interessante Themen sprechen, die die Bevölkerung und die Karlsruher interessieren. Aber zunächst mal zu Ihnen. Vielleicht stellen Sie sich selbst ganz kurz vor. Was macht die FC-Gruppe? Und vor allem, wie sind Sie Geschäftsführer? Sind Sie von der FC-Gruppe? Ja. Wie sind Sie Geschäftsführer geworden oder wie sind Sie zu der Firma gekommen? Also ich würde die letzte Frage zuerst beantworten. Mhm. Die ist nämlich ganz einfach, indem ich die Firma mit meinem Partner gemeinsam gegründet habe. Also wir waren zu zweit und haben einen Ingenieurdienstleister gegründet. Das heißt, wir kümmern uns um alle Belange in der Baubranche. Mhm. Also da gibt es Planung, ist ein großer Teil bei uns. Dann die Beratung, die Steuerung und das Überwachen von Bauprojekten. Da passieren ja immer auch viele Dinge während der Ausführung, wo die Planer eigentlich gar nicht mehr so präsent auf der Baustelle sind. Und da haben wir eben so einen eigenen Unternehmensbereich, der auch Baustellen überwacht und so ein bisschen auch Troubleshooting. Da läuft öfters mal was schief und dann muss man gucken, dass man das wieder richtet. Also ich würde sagen, es sind Ingenieurdienstleister für die Baubranche. Mhm. Und Sie selbst, Sie leben in Karlsruhe? Sind verheiratet? Ja. Also ich glaube, man hört es ein bisschen. Ich komme aus der Region. Ich lebe im wunderschönen Weingarten. Oh, awesome. Also vor Ort von Karlsruhe, würde ich sagen. Ja, wir haben einen tollen Riesling. Ja. Ich würde sagen, der Riesling ist gut bei uns. Ja, doch. Also und bin verheiratet seit über 30 Jahren. Also wir haben sehr früh geheiratet und habe zwei Kinder. Prima. Jetzt haben Sie mir natürlich gerade schon so die Steilvorlage geliefert, Troubleshooting. Ich glaube, da gibt es in Karlsruhe großes Potenzial. Auch immer so ein Aufregerthema, dass diese Großbauprojekte so aus dem Ruder laufen. Also da fallen einem spontan viele hier ein. Ich jetzt mal als Paradebeispiel aktuell die Stadthalle rausgreife. Da hängen wir ja ganz schön, hat das Planungsbüro gewechselt und da war oft Stillstand. Und auch hier laufen uns die Kosten ganz schön aus dem Ruder. Wie kann man denn aus Ihrer Sicht das vermeiden, dass das sowas passiert? Ich meine, jeder, der schon mal gebaut hat, weiß, es treten immer unvorhersehbare Dinge ein und man sagt, ja, jetzt habe ich da eine Wand weggerissen und da war was drunter, das war nicht eingeplant oder war nicht auf dem Plan zu sehen. Aber woran liegt es, dass es so schief läuft? Ich kann jetzt nicht auf das konkrete Projekt Bezug nehmen, sondern ich würde es gerne allgemein beantworten, natürlich... Es ist immer schwierig und von außen auf etwas draufschauen und zu wissen, wie man es besser macht, ist sehr, sehr einfach. Aber es gibt natürlich schon gewisse Dinge, die, sagen wir, in der Baubranche, auch bei uns in Deutschland und auch in Baden-Württemberg, sagen wir, nicht immer richtig angegangen werden. Also oft werden Projekte, um die Entscheidungsgremien, die Fraktionen dahinter zu bekommen, werden die erstmal, sagen wir, sehr wirtschaftlich und sehr optimistisch dargestellt. Schön gerechnet auf Deutsch. Ja, ich würde sagen, also es geht ja nicht nur ums Zahlenwerk, sondern auch der Zeithorizont, dann was für Funktionen das Gebäude später erfüllt. Da werden oft nur die Vorteile genannt und die Risiken. Und jeder, der selbst gebaut hat, weiß, Bauen hat Überraschungen, Bauen bringt immer Risiken mit sich. Die werden ganz, ganz selten eingepreist in die Termine, in die Kosten. Und jetzt passiert so eine Störung und auf einmal laufen die Termine davon. Und dann sagen alle Firmen, die beteiligt sind, ja, Moment mal, so habe ich das nicht kalkuliert, ich möchte jetzt Bauzeitverlängerung geltend machen. Und dann, wenn irgendwie eine Störung ist, dann ziehen die aus Personal ab, wollen mehr Geld, leisten weniger und dann beginnt so eine Abwärtsspirale. Das ist dann wie so ein Dominoeffekt und da sind dann alle am Bau Beteiligten irgendwie involviert. Man nennt das dann multiple Bauablaufstörungen. Also meine Mutter hat immer gesagt, alle in einen Sack. Und du triffst immer den Richtigen. Ja. Aber das ist so mittlerweile ein Begriff in der Rechtsprechung, dass man nicht mehr eindeutig identifizieren kann, wer ist denn eigentlich der Verursacher. Mhm. Weil viele Beteiligte, viele Büros, viele Schnittstellen, wenig wurde geklärt, alles wurde optimistisch angesetzt. Mhm. Und dann passiert was ganz Normales, eine Störung. Und auf einmal kippt dieses fragile Modell in sich zusammen. Ich würde sagen, das ist schon ein Problem, wo wir in vielen Projekten erkennen. Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, dann ist es ja oft so, dass man hinter vorgehaltener Hand natürlich sagt, gerade bei Bauprojekten, bei der Ausschreibung haben wir ja in Deutschland, das denken auch viele, ist falsch, man müsste den billigsten nehmen. Das stimmt nicht. Es steht im Gesetzestext, den wirtschaftlichsten muss man nehmen.
Wird aber gern mit dem Billigsten gleichgesetzt. Ja. Und oft ist es so, dass Firmen dann ein sehr, sehr günstiges Angebot abgeben, weil sie schon wissen über die ganzen Nachträge, genau, die durch diese Sachen zwangsläufig kommen, was man ja im Vorfeld weiß. Wie Sie sagen, jeder, der schon mal gebaut hat, weiß, es geht nie ganz glatt, wie es geplant ist. Im Großen oder im Kleinen Stück geht was daneben. Und über diese Nachträge generiere ich dann einfach mein Mehrhonorar oder meine Mehrlohnkosten und so. Also das ist ja eigentlich bei jedem Bauprojekt dann das gleiche Spiel. Ja, also Sie haben unser Vergaberecht angesprochen. Und das ist schon, also erstmal bin ich beeindruckt, was Sie alles wissen. Ja. Also, Chapeau. Auch schon gebaut. Ja, also man hört es ein bisschen raus. Aber Sie haben das richtig gesagt. Unser Vergaberecht lässt eigentlich mehr zu, nämlich dass wir so Hilfskriterien einführen. Ist die Firma verlässlich? Hat sie vergleichbare Referenzen? Hat sie genug Personalstärke, um so ein Projekt überhaupt zu stemmen? Das sind eigentlich Kriterien, die ich in eine Vergabe mit einfließen lassen kann. Mhm. Allerdings sind die so weich, dass die oft auch angegriffen werden. Und jetzt Auslegungssache muss man, dann. Ja, mhm. Und die öffentliche Verwaltungen haben nicht immer den Mut, weil das ist ja dann auch Verantwortung, die sie übernehmen, sie machen sich dann angreifbar, solche weiche Kriterien mal wirklich vorne ranzustellen. Zu sagen, okay, bei uns kommt nur einer ins Haus, wenn er A, B, C, D kann und dann darf er einen Preis abgeben. Ja. Und dann entscheiden wir, okay, den Preis. Wir haben so ein Verfahren zum Beispiel bei der Neue Messe damals angewandt. Da ging es darum, die Regelungstechnik auszuschreiben. Und da haben wir einen geschlossenen Wettbewerb gemacht und haben gesagt, okay, wir wollen eine Firma, die diese Regelungstechnik für so ein Großprojekt auch stemmen kann. Wir wollen, damals haben wir schon geguckt, dass das IP-basierend, also dass es netzwerkfähig ist. Und wir haben solche Kriterien formuliert. Dann haben sich alle Firmen beworben. Und aus diesem Bewerberkreis haben wir dann die 5 Firmen, die diese Kriterien am besten erfüllen, ausgewählt und die wurden dann über einen kaufmännischen Wettbewerb, also über den billigsten Preis, dann tatsächlich zur Auftragsvergabe geführt. Das heißt, es ist gar kein Karlsruhe-spezifisches Problem, sondern es ist ein deutsches Problem? Das würde ich auch sagen. Also ich glaube, Karlsruhe ist eine Stadt wie jede andere auch. Und wir haben natürlich auch eine Veränderung im Markt. Das heißt, die Firmen, also unser Recht ist sehr komplex. Ja, stimme ich zu. Also Vergaberecht, das ganze Auftragsmanagement hat eine große rechtliche Dimension. Und die Unternehmen werden da immer besser. Also die sind besser aufgestellt, die haben teilweise ihre eigenen Juristen. Und dann sind die einem öffentlichen Verwaltungsapparat gegenübergestellt, der enorm viel Tagesgeschäft hat. Und dann auf einmal mit dieser Mannschaft ein Millionenprojekt, also 100 Millionen, 500 Millionen noch add-on stemmen soll. Und da fehlt oft die Kapazität und aber auch so dieses, sagen wir, diese Schulung auf diese Finessen. Wie kann ich da Nachträge abwehren, also Claim Management, wie kann ich mit solchen Dingen umgehen? Also ich glaube, dass da auch unsere Verwaltungen nachziehen müssen, um einfach auch so eine Augenhöhe, eine Waffengleichheit herzustellen. Und wir haben natürlich viel mehr Bauaufgaben wie Firmen. Das heißt, die Firmen können sich's aussuchen und wenn eine Baustelle nicht läuft, ziehen die sofort ihr Personal ab, weil woanders, da schreit vielleicht einer noch mehr und der, wo am lautesten schreit, wird bedient. Also müssen alle irgendwie schreien und das sind so Effekte. Ich erinnere mich gut, als wir hier in Karlsruhe begonnen haben mit der Kombilösung. Da waren am Anfang ganz, ganz wenig Bauarbeiter auf der Baustelle, weil die parallel noch in Polen diese Stadien haben fertig bauen müssen für die Fußball-Welt- oder Europameisterschaft war das damals. Und da waren die zum Teil nur von Montag bis Mittwoch da und dann sind sie alle in den Zug oder in den Flieger gesessen und sind nach Polen, weil sie natürlich dort hat ihnen auch eine Vertragsstrafe gedroht. Aber ich möchte jetzt nochmal, ich bin... zum Beispiel in den Niederlanden ist es so beim Straßenbau, dass sie bei der Ausschreibung schon sagen, wenn du just in time fertig bist, bekommst du die und die Summe und bist du schneller fertig, bekommst du sogar einen Zuschlag und wenn du länger brauchst, bekommst du weniger. Wäre das ein System, was man in Deutschland auch anwenden sollte? Also das sind sogenannte Bonus-Malus-Regelungen und das ist natürlich ein enormer Anreiz und dieses System wird in Deutschland schon angewendet, aber es ist ähnlich wie ich vorhin gesagt habe, das heißt unser Vergaberecht lässt solche Dinge zu, aber die öffentlichen Verwaltungen sind noch nicht mutig genug oder geschult genug oder das sind die Ausschreibungen, sowas auch reinzunehmen, weil es natürlich schwierig ist, man muss dann Kriterien definieren, ja was ist, wenn der Termin gerissen wird und sie können gar nichts dafür, also es gibt natürlich sofort wieder einen riesen Klärungsbedarf, aber diese Bonus-Malus-Regelungen finden wir
sehr, sehr schick. Mhm. Wir versuchen, die in unseren Projekten einzusetzen, weil wir einfach sagen, der wirtschaftliche Anreiz muss gegeben sein, genau, schnell fertig zu sein. Und wenn die Firma merkt, wenn ich auf Zeit spiele, verdiene ich mehr, wie wenn ich das Ding jetzt fertig mache, ist natürlich klar, für was sie sich entscheidet. Firma haben ein wirtschaftliches Interesse. Und sie werden in der Regel, nicht alle, aber in der Regel immer gucken, was ist wirtschaftlich für mich der größte Vorteil, und diese Strategie fahre ich. Und da kann man schon so Anreizsysteme schaffen. Also Bonus-Malus-Regelung bin ich persönlich auch ein großer Freund davon, ist im Vergaberecht abbildbar. Wir müssen nur den Mut haben, das auch tatsächlich umzusetzen. Also das wäre in Deutschland möglich, wir müssten es nur wollen, sage ich mal. Es ist möglich, es wird umgesetzt, aber noch nicht in der Breite. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist auch interessant, dass die Firmen halt gar nicht genügend Personal haben, um auf diese ganzen angegangenen Bauprojekte zu stemmen. Thema oder Stichpunkt Fachkräfte oder überhaupt Arbeitskräftemangel. Das ist ja nicht nur in Ihrer Branche, das zieht sich durch ganz viele Branchen. Wie gehen Sie damit um? Das ist eine Riesenherausforderung. Und sagen wir jetzt in diesem Ingenieurbereich, gehen bei uns mehr Menschen in Rente, wie durch Ausbildung, Studium, Qualifikation nachkommen. Das heißt, dieser Effekt wird noch schlimmer. Und wir gehen da ganz unterschiedliche Wege. Also zuerst mal, wir stellen jetzt komplett unser Arbeitszeitmodell um, also flexible Arbeitszeit. Wir versuchen, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Flexible Arbeitszeit, tolles Handwerkszeug, eine gute Vergütung und tolle Projekte. Das ist so der erste Baustein, aber das machen irgendwie alle. Unsere Strategie ist auch, dass wir versuchen, Fachkräfte sozusagen aus dem europäischen Ausland, aus dem nicht-europäischen Ausland, für unser Unternehmen zu begeistern. Mhm. Wir haben einige Kollegen mittlerweile, die aus Syrien kommen, die hier wirklich nochmal ganz von vorne angefangen haben. Also das war so ein Chemieingenieur, der da irgendwie mit Raffinerien zu tun gehabt hat, macht bei uns jetzt eine Ausbildung als technischer Zeichner, mit Sprachschule und allem, und hat erfolgreich den Abschluss und ist jetzt ein geschätztes Mitglied in unserem Team. Wir fahren nach Polen in die Unis, machen dort tolle Vorträge, beeindruckende PowerPoints, organisieren den Kollegen eine Wohnung in Deutschland, gucken, dass die hierher kommen, dass die sozialen Anschluss finden. Also wir gucken wirklich mit allen Mitteln, dass wir Menschen für unser Unternehmen gewinnen, egal woher sie kommen. Und Personalpolitik, da gibt es nicht so diesen einen Hebel, sondern es sind viele Bausteine, die man einfach drehen muss, damit am Ende sie diese Power haben, um Großprojekte, also wir machen Projekte jenseits 500 Millionen und da brauchen sie einfach 60, 70 Ingenieure, die sich nur um das eine Projekt kümmern. Und das sind so Wachstumsknoten, die muss man einfach nehmen. Aber wir haben nicht diesen einen Punkt, wo wir sagen, wenn man da dran dreht, dann kommen alle. Sondern wir merken, dass es ganz, ganz viele Dinge sind, auf der anderen Seite, es gibt ja immer so ein bisschen auch kritische Stimmen, die sagen, ja, zum einen, klar, wir werden älter und weniger, sind viele, die in Ruhestand gegangen sind oder jetzt auch noch gehen, die Babyboomer. Auf der anderen Seite kommt eine Generation nach, die zum einen gar nicht mehr so belastbar ist und zum anderen oft auch gar nicht mehr so viel arbeiten will. Also ich höre oft, ich prüfe für die IHK, wo dann viele sagen, naja, Vollzeit möchte ich gar nicht arbeiten, weil ich merke, nach 4 oder 6 Stunden lässt meine Konzentration nach. Also mir reichen 80% oder 60%. Oft haben die dann auch vom Elternhaus, irgendwie ist das so eine erbende Generation, die haben dann irgendwie Mieteinnahmen. Und die wollen gar nicht mehr Vollzeit arbeiten. Stellen Sie das auch fest? Ja, also das ist mit Sicherheit ein Effekt, den wir feststellen. Und der hängt meiner Meinung nach auch mit diesem Thema Angebot und Nachfrage, weil die Absolventen, also früher war es so, als ich mich beworben habe, da habe ich 20 Bewerbungen geschrieben, dann hatte ich irgendwie 5 Einladungen zum Vorstellungsgespräch, dann waren noch 2 Assessment Center dabei mit Übernachtung und da irgendwelche Tests. Und dann hatte ich vielleicht ein Jobangebot. Mhm. Heute ist es genau umgekehrt. Ein Absolvent geht auf eine Absolventenmesse, holt da überall die Werbegeschenke ab, hat 15 Firmen, die ihn einstellen möchten. Und dann kann er natürlich sagen, hey, was ist mir wichtig? Wenn man so diese Bedürfnispyramide nach Maslow anguckt, dann merkt man, hey, wenn die Grundbedürfnisse, ich bin finanziell sicher, bei meinen Eltern geht es gut, ich habe ein Haus oder zwei, ich kann mich selbst verwirklichen. Und dann kommen eben solche weichen Kriterien. Aber man kann das bedauern, das tun wir nicht, sondern wir sagen einfach, das ist jetzt eine Entwicklung, ist ja auch gut, weil es ja auch
für Wohlstand spricht, und wir freuen uns darüber. Aber wir als Unternehmen müssen uns so verändern, dass wir für diese Generation attraktiv sind. Mhm. Und diese Generation, und das schwingt ja manchmal auch mit bei dem, was Sie sagen, Sie haben es nicht ausformuliert, aber es hört ja, als ob die faul wären oder arbeitsscheu. Das stimmt nicht. Mhm. Sondern die haben sehr wohl Interesse, da was zu bewegen, aber halt in einem anderen zeitlichen Kontingent und vielleicht auch in einer anderen Kultur. Bei mir war es früher so, ich habe mich gefreut, wenn ich abends mit Kunden irgendwie ein Geschäftsessen hatte. Mhm. Die sagen, heute Abend geht bei mir nicht. Mhm. Also das hat sich einfach verändert und da kann man sich jetzt beklagen. Man kann den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Ich wollte noch nicht mal so sehr auf faul ansprechen, aber ich habe oft den Eindruck, dass die nicht so belastbar sind. Also sowohl körperlich als auch psychisch nicht mehr so belastbar. Also ich stelle das selber fest in der Ausbildung, dass sie zum Beispiel auch schlecht kritikfähig sind. Wenn man jetzt als Unternehmer sachlich sagt, pass mal auf, in Zukunft so und so, oder das war falsch, was du gemacht hast, dann sind die 4 Stunden Rede, die nichts mehr oder so. Wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, hat der Chef noch rumgeschrien, wenn du was falsch gemacht hast. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Also man hat ja heute eine ganz andere Kultur auch in der Ausbildung oder mit den Mitarbeitern. Also, aber ich habe oder höre auch oft von anderen Unternehmen, dass die nachrückende Generation nicht mehr so stark belastbar ist. Also das beobachten wir jetzt nicht so. Mhm. Also wir merken auch, dass es andere Lebensmodelle gibt, andere Entwürfe, wie ich Arbeit, Freizeit, wie ich das gestalten möchte. Also wir haben schon tolle junge Kollegen, die wirklich Verantwortung übernehmen in ihrem Rahmen und die sehr erfolgreich Großprojekte managen. Also diesen Effekt, den Sie eben so ein bisschen skizziert haben, beobachten wir jetzt nicht. Und ich glaube, dass wir auch in Süddeutschland schon noch eine Schaffe, Häuslebauer ist vielleicht nicht mehr ganz. Aber so in die Richtung. Aber wir haben schon noch, glaube ich, gute Werte, die einfach hier in unserer Region, in Süddeutschland, noch präsent sind. Und da erleben wir, also ich würde sagen, eins der größten Schätze, die wir als Unternehmen haben, sind junge Leistungsträger, die jetzt schon in relativ großen Projekten Verantwortung übernehmen. Da habe ich erst mal 40 Jahre alt werden müssen, um in so großen Projekten zu sein. Die sind es bereits mit 28. Mhm. Und wenn ich denen jetzt 10 Jahre Zeit gebe und sage, okay, wenn die mal 38 sind, dann sind die mit allen Wassern gewaschen und können richtig noch was erreichen. Mhm. Also da sage ich, ein wahnsinniges Potenzial, was wir haben, und das möchten wir hegen und pflegen. Stichwort Energiekrise, die Kosten für die Unternehmen. Ich glaube, wenn Ihr Unternehmen direkt in der Planung ist, man vielleicht nicht so energieintensiv, aber viele Unternehmen in der Region sind davon betroffen. Wie beurteilen Sie das? Sehen Sie, dass das wieder runtergeht oder dass viele damit zurechtkommen? Oder denken Sie wirklich, dem einen oder anderen wird es da das Lichtlein auswehen? Also ich glaube schon, dass es eine existenzielle Gefährdung für unseren Mittelstand ist. Mhm. Wir profitieren von dieser Entwicklung, weil Gebäude müssen jetzt energieeffizienter werden, Produktionen werden verlagert, also dieser wirtschaftliche Druck fördert auch Investitionen in die Technik, wo wir so ein bisschen unseren Markenkern sehen. Aber ich beobachte es schon in vielen Unternehmen, die eigentlich energieintensive Prozesse haben. Glasfertigung ist da zum Beispiel, oder Automobilzulieferer. Ja, die haben es ganz schwer. Ja. Und die haben natürlich auf einmal eine ganz andere Kalkulationsbasis. Und ich glaube, dass der Energiepreis wieder runtergehen wird. Da gibt es auch so Richtwerte und verschiedene Gremien, die da sich damit beschäftigen. Wenn ich es genau wüsste, würde ich jetzt spekulieren, aber so genau weiß ich das nicht. Aber mir tut es schon auch sehr leid um den Mittelstand. Und das sehe ich ein bisschen anders wie unseren Wirtschaftsminister. Also eine Bäckerei kann ihren Betrieb nicht einstellen, sondern die werden von der Bildfläche verschwinden. Und ich glaube, dass diese Energiekrise auch ein bisschen zu einer Verklumpung führen wird. Das heißt, kleinere Unternehmen, die, sagen wir, auf so eine Marge angewiesen sind und die vielleicht nur einen Produktionszweig haben, die also vom Portfolio nicht ganz so breit aufgestellt sind, die werden sich vielleicht irgendwie verändern müssen und werden irgendwie gucken, dass sie in eine größere Gruppe kommen oder irgendwie in einem Konzern Anschluss finden. Also es wird so eine Verklumpung geben. Die Größeren, die mit der Krise zurechtkommen, werden größer und gestärkt hervorgehen. Aber so ein bisschen das, was uns auch ausmacht hier in Baden-Württemberg, so diese kleinere und der Mittelstand, die werden es schwer haben. Und da wünsche ich mir wirklich von unserer Regierung, dass wir da auch sehr genau hinschauen, wie wir diese
kleineren und Mittelständler unterstützen können. Ja, ja, schön. Sie sind ja schon auch ein Karlsruher Vorzeigeunternehmen, die FC-Gruppe. Sie haben ein tolles Gebäude an der Autobahnanschlussstelle Nord da draußen hingebaut, energieeffizient, ich glaube mit allem, was man sich so wünscht für ein Gebäude. Da möchte ich doch nochmal auf die Gewerbesteuererhöhung kommen. Das ist kein bundespolitisches Thema, sondern hier Karlsruhe. Der Haushalt in Karlsruhe ist ja ein bisschen defizitär und die Aussichten für die nächsten Jahre sind leider nicht so rosig. Jetzt hat ja eine Mehrheit des Gemeinderats die Gewerbesteuererhöhung beschlossen und vielen Unternehmen tut es auch weh, gerade in dieser Situation. Das war ja schon vor der Kostenexplosion bei den Energiepreisen. Ich frage mich dann immer so ein bisschen, wir können ja nicht jedes Jahr die Gewerbesteuer erhöhen und wo ist irgendwo die Schmerzgrenze? Also Karlsruhe spielt da jetzt schon in der Oberliga. Ist es für Sie denkbar, dass ich sage, irgendwann ist eine Schmerzgrenze erreicht, dann schaue ich mich nach einer anderen Lokalität um, dann gehe ich ins Umland mit meiner Firma? Also wenn ich jetzt die Frage für uns als FC-Gruppe beantworte, würde ich sagen, also wir sind noch weit weg von der Schmerzgrenze. Wir sind mit 400 Mitarbeitern mit Sicherheit kein kleines Unternehmen. Also wir haben eine gewisse irgendwie auch Pufferfähigkeit. Mhm. Und vor allen Dingen, wir profitieren von der Krise. Mhm. Wir haben ja eher jetzt, dass viel mehr Kunden zu uns kommen und sagen, hey, könnt ihr uns nicht irgendwie da Energie optimieren? Energetisch beraten. Mhm. Also da würde ich auch eher so ein bisschen in das anschauen, was ich eben gesagt habe. Die Unternehmen, die jetzt natürlich durch die ganze Energiekrise belastet sind, die wirklich jetzt sehr spitz schauen müssen, hey, lohnt sich diese Investition noch? Kann ich das Gehalt anheben? Mhm. Weil die Mitarbeiter kommen ja auch und sagen, genau. Hey, Inflation, ich möchte jetzt 10% mehr Gehalt. Ja. Also die wirklich spitz auf Knopf rechnen müssen. Und die jetzt wirklich in so einer Weiche stehen, mache ich weiter oder mache ich nicht? Ich glaube, dass für solche Unternehmen natürlich Gewerbesteuer, die man aber auch nur auf Gewinn zahlt, also das muss man auch ein bisschen, sagen wir, relativierend berücksichtigen. Aber für die wird es vielleicht schon eine Standortfrage geben, wo sie sagen, hey, also nur um Geld zu wechseln, also nur, dass ich sozusagen viel Arbeit reinstecke und vielleicht noch ein normaler Lohn bekomme wie ein Angestellter, weil wenn ich am Ende ein bisschen was habe, dann muss ich es auch noch abgeben. Also ich glaube, für solche Unternehmen ist das schon eine Relevanz, wobei Karlsruhe als Standort schon wirklich toll ist. Mhm. Also wir haben tolle Universitäten. Wir haben vorhin über den Fachkräftemangel gesprochen. Mhm. Und natürlich ist toll, wir haben eine Fachhochschule, wir haben eine Bundesfachschule, wir haben das KIT. Mhm. Also wir haben viel, wo eigentlich Menschen gut ausgebildet werden. Das ist für uns ein Standortkriterium. Und da sind wir auch bereit, etwas dafür zu bezahlen. Natürlich unsere Branche, die sehr ingenieurlastig ist, sieht es vielleicht anders, wie jetzt irgendwie eine Bäckerei, wenn wir jetzt da in diesem Beispiel bleiben. Und ich glaube auch, dass Karlsruhe ein bisschen so einen IT-Schwerpunkt hat. Und der IT-Branche geht es gut. Die wird auch in der Zukunft noch mehr Aufgaben bekommen. Insofern verstehe ich schon, was die Verwaltung sich dabei gedacht hat. Aber es ist immer schwierig. Eine Steuer gilt ja mal für alle erstmal gleichermaßen. So ist es. Ist ja auch gut so. Jetzt haben wir nur in Karlsruhe natürlich unterschiedliche Branchen. Und also in Karlsruhe gibt es ja, sagen wir, diese große IT-Blase. Mhm. Für die einen Unternehmen ist das kein Problem. Die werden diesen Standort einfach aufgrund von den Punkten, die ich eben auch ausgeführt habe, erhalten. Aber so für kleinere Unternehmen, die jetzt zu kämpfen haben, kann das schon ein Thema sein. Zwei Anmerkungen von mir dazu. Also zum einen, die Gewerbesteuer zahlt man nicht nur auf Gewinne. Es gibt auch Gewerbesteuer auf Mieten und Pachten oder Leasingverträge. Okay, da ist es schon auch eine Substanzbesteuerung. Und zum anderen ist es so, 40% von unserem Gewerbesteueraufkommen kommen tatsächlich aus der IT-Branche mittlerweile. Aber da sehe ich halt für den Standort auch eine große Gefahr, weil so ein produzierendes Unternehmen, das kann ich mal eben schnell seine Maschinen nehmen und sagen, ich ziehe jetzt nach Weingarten oder Stutensee oder Pforzheim. Aber diese ITler, die klemmen sich ihre Festplatte unter den Arm und sagen, tschüss, ich gehe nach Berlin. Ja, also das ist natürlich die große Gefahr. Die sind nicht so standortgebunden wie jetzt jemand, der produziert oder hier große Fläche braucht. Aber ich finde es toll, dass Sie den Standort Karlsruhe hier so schätzen und auch die Rahmenbedingungen, weil wir haben natürlich in der Vergangenheit auch immer die Diskussion, dass viele Unternehmen eben ins Umland abwandern. Gerade Stutensee und Ettlingen sind da beliebte Standorte. Es ist nicht nur die Gewerbesteuer, es sind auch oft die Grundstückspreise, die damit eine Rolle spielen. Da würde ich jetzt gerne schon einsteigen. Also klar, Gewerbesteuer als Substanzsteuer zu bezeichnen, würde ich sagen, mutig.
Na, wenn ich auf Miete gewerbe, also kann ich ein negatives Ergebnis haben, aber wenn ich auf die Miete Gewerbesteuer zahle, ist das so. Ich verstehe, was Sie meinen. Mhm. Im Wesentlichen sind es schon eher die Gewinne, die besteuert werden. Natürlich sind IT-Unternehmen hochmobil. Das sehe ich schon. Aber wenn Sie jetzt die großen Karlsruher Firmen anschauen, dann sind es halt immer auch noch Menschen, die das Geschäft machen. Und da glaube ich schon, dass wir in Karlsruhe, und jetzt möchte ich einfach mal auch das Amt für Wirtschaftsförderung loben, die machen, glaube ich, wirklich einen guten Job. Und viele Unternehmen gehen aus Karlsruhe weg, eher wegen dem Bereich Grundstücke, Entwicklungsmöglichkeiten. Da haben wir in Karlsruhe ein Thema, wir haben wenig Flächen. Die Flächen fehlen uns, klar. Also das, glaube ich, ist so wirklich das Nadelöhr. Und natürlich mit Ettlingen, da gibt es immer hin und her. Also wir kommen von Ettlingen nach Karlsruhe. Ja, schön, dass es auch sowas gibt. Das gibt es auch. Also da geht es, glaube ich, in beide Richtungen. Ja. Aber es ist eh ein Trend, wo, sagen wir, diese IT-Branche herausgefordert sein wird. Also unsere Entwickler, wir haben auch so eine kleinere Einheit, die Software für Projektsteuerung entwickelt. Mhm. Also die sitzen überall in Deutschland. Das ist mobiles Arbeiten, um jetzt mal Homeoffice nicht zu überstrapazieren. Denen ist der Standort wirklich egal. Ich erlebe immer wieder, dass man als Unternehmer, ob das jetzt der Ein-Mann-Kioskbetreiber ist oder ein Geschäftsführer von so einem großen Unternehmer in der Bevölkerung, doch vielleicht gar nicht so ein gutes Image hat, weil man oft denkt, ja, das sind so die Leute ausbeuten. Wobei sie uns ja vorhin wirklich ausführlich erklärt haben, was für ein tolles Arbeitsklima sie schaffen, um Leute anzuwerben. Und das glaube ich auch, das ist bei vielen Unternehmen so. Viele Unternehmer, die ich kenne, die engagieren sich ganz stark für ihre Region im Ehrenamt. In ganz unterschiedlicher Weise. Und jetzt weiß ich zufällig, dass Sie da auch engagiert sind bei Weihnachten neu erleben. Das ist, glaube ich, Ihr Baby. Ja. Können Sie uns da noch ein paar Sätze dazu sagen? Also das ist so meine zweite Berufung. Ich seh schon am Gesicht. Jetzt habe ich was wachgeküsst bei Ihnen. Also Weihnachten neu erleben finde ich halt auch für Karlsruhe wirklich mega. Es ist ja phänomenal. Das Weihnachtsevent überhaupt in Karlsruhe. 2000 Menschen aus der Region beteiligen sich und schaffen gemeinsam ein großes Weihnachtsmusical. Da geht es so um drei Punkte bei Weihnachten neu erleben. Der erste Punkt ist, wir wollen die Weihnachtsgeschichte in ihrer ursprünglichen Schönheit und Relevanz neu erzählen. Also geht es auch um die Bedeutung, was ist Weihnachten, warum feiern wir Weihnachten. Der zweite Punkt ist, dass wir das komplett ehrenamtlich machen, weil unser Ziel ist, Kinder- und Jugendprojekte in der Region zu unterstützen und zu fördern. Und der dritte Punkt ist, dass ganz normale Menschen wie Sie und ich auf einer riesen Bühne stehen und vor 50.000 Menschen, letztes Mal, dieses Mal planen wir mit 100.000 Besucher ein wahnsinniges Erlebnis haben. Also, dass ganz normale Menschen etwas Außergewöhnliches leisten. Das sind so die drei Punkte, die Weihnachten neu erleben ausmachen. Und das ist ein Herzensanliegen von mir und da investiere ich meine Freizeit. Ja, und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich kann da eine Karte kaufen oder wie komme ich zu Weihnachten neu erleben als Bürger? Wenn jetzt das draußen Bürgerinnen hören oder mitbekommen, die da noch nie eine Perspektive drauf hatten, wie kann ich da irgendwo Karten kaufen? Ist das wie ein Musical? Wie stelle ich mir das vor? Ja, also Musical ist es nicht, damit jetzt alle Männer nicht irgendwie abschalten. Sondern es ist eine Mischung, es ist ein Stück weit Theater, es werden Mega-Hits von Queen, Coldplay, also alles, was man so im Radio gern hört, kommt da drin vor. Und es hat auch klassische Weihnachtselemente, also es ist so eine Hybrid-Veranstaltung und es geht ganz einfach. Wir veröffentlichen das auf der Homepage über soziale Medien, weihnachtenneuerleben.de, also kann man sich einfach merken. Und da gibt es dann Tickets, die ich buchen kann. Wir haben das normalerweise immer so, dass wir sagen, die Tickets sind für die Menschen, die nichts zahlen können, umsonst. Und wir freuen uns, dass Menschen, die vielleicht finanziell besser gestellt sind, dass die sich dann in einer Art Spende beteiligen. Also es ist sehr niederschwellig, weil wir möchten, dass wir gemeinsam mit allen Weihnachten feiern können, die Lust dazu haben. Und dass der Geldbeutel keine Rolle spielt. Ach, also ich kriege gerade Gänsehaut, wenn Sie das so erzählen. Aber es ist eine riesen Herausforderung. Also wir müssen natürlich, und da auch jetzt wieder die Regionen und die Menschen in der Region unterstützen das Projekt. Also viele Karlsruher Unternehmen unterstützen uns wirklich und
geben uns finanzielle Ressourcen, damit wir die Stadt zu Weihnachten einladen können. Und jeder, der mal da war, war ganz begeistert. Ich habe da schon von vielen dieses Feedback bekommen, dass sie das gar nicht so vermutet hätten. Ja, ein schönes Schlusswort. Weihnachten steht vor der Tür. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich fürs Zuhören mit einem ganz tollen, interessanten Gast heute, Michael Hofmann von der FC-Gruppe. Wir Freie Wähler für Karlsruhe wünschen euch alle fröhliche, vor allem friedvolle Weihnachten und ein gesundes, gutes, friedliches Jahr 2023. Tschüss, bis zum nächsten Mal.